Der NRW Deluxe Berufscheck. Präsentiert vom Praktikumskreisel. Das ist nicht der Hinkelstein von Asterix und Obelix, sondern ein Dekostein. Dieser wird gerade in der Werkstatt von Steinmetz Karz bearbeitet. Das macht nicht nur Dreck, sondern auch Lärm. Tobias Karz arbeitet in dieser Branche seit seinem 15. Lebensjahr. Die normale Arbeit besteht eigentlich zum größten Teil aus Schriftschlagen, Grabsteine versetzen, Fundamentierungen anfertigen für diese Grabsteine etc. Also unser Haupttätigungsfeld ist Grabmale. Die Basislernzeit geht etwa 3 Jahre. Natürlich lernt man nie aus. Und dann kann man hier auch den Mann raushängen lassen. Mit einer richtig dicken Maschine bohrt Tobias Karz sich durch den Stein. Dieser soll in 2 Teile zerfallen. Der Kunde wünscht. Weil der Stein ist nun mal eben halt so, wie er aus dem Steinbruch kommt. Und die Leute oder beziehungsweise die Kunden, die haben meistens dann immer die Wünsche, dass er in einer bestimmten Art und Weise ganz strukturell gleichmäßig sein soll. Das ist aber bei Naturstein natürlich nicht gegeben. Ob Grabsteine oder lustige Äffchen, der Steinmetz bastelt eben alles zusammen.